und hat den Verein auch wieder an die Spitze geführt. Wir haben großen Erfolg gehabt, das Quäntchen Glück zur Meisterschaft hat gefehlt. Und die Entwicklung der letzten Wochen hat uns doch beide zum Nachdenken gebracht und eben dahin zugeführt, dass wir heute den Vertrag aufgelöst haben. Es ist nicht so, dass wir jetzt hier, dass ich eine Gurkenmannschaft übergebe oder einen Trümmerhaufen, wie vielleicht der ein oder andere das auf die Idee kommen könnte, sondern dass es eine intakte Mannschaft ist, die mit an der Spitze steht und die leider, das muss ich deutlich sagen, und das ist letztlich vielleicht auch der Grund, warum ich ausscheide, im Europapokal in der zweiten Runde rausgeflogen ist. Und da muss ich die Verantwortung übernehmen. Und das tut mir leid. Ich meine, das Ausscheiden im Pokal, da ist das in Dresden ist das auch Leverkusen gescheitert. Das ist nicht so ein großer Bahnbruch. Also, um das abzurunden, ich glaube, das Feld ist, ich will nicht sagen, ist bestellt, aber es sind alle Möglichkeiten da. Die Beurlaubung von Trainer Erich Ribbeck, der Höhepunkt im Jahr der Pannen, das in die Annalen von Deutschlands Rekordmeister eingehen wird. Nach der verpassten deutschen Meisterschaft im Sommer mit dem unglücklichen zweiten Platz in der Endabrechnung, heuer im DFB-Pokal das Aus gegen Dresden, im UEFA-Cup das Aus gegen Norwich City, bereits in Runde 2. So früh wie keine andere deutsche Mannschaft. Ja, ich meine, ganz zufrieden können wir nicht sein. Wir sind aus zwei Wettbewerben ausgeschieden und sind nicht Tabellenführer. Das kann nicht ganz zufriedenstellen, das ist klar. Aber es ist auch nicht so, wie man es in den letzten Wochen lesen konnte, dass der FC Bayern so wie ein Trümmerhaufen da liegt. Das ist natürlich ein Witz, denn wir haben einen Punkt Abstand zur Tabellenspitze, haben in der Rückrunde ein Programm mit 8 Heimspielen und 6 Auswärtsspielen. Da ist noch alles drin. Drin ist vor allem jede Menge Zündstoff für Erich Ribbecks Nachfolger, Franz Beckenbauer, obwohl in dieser ersten Hälfte der Saison 93-94 schon mehr drin war, wie bei anderen Bundesligisten in der Vereinschronik. Ausgelöst durch viele unnötige Punktverluste, gerade auf fremden Plätzen. Die Niederlage beim SC Freiburg beispielsweise, die den Bayern mehr als einmal die eigentlich längst fällige Tabellenführung kosteten. Oder das glückliche Unentschieden im letzten Spiel vor der Winterpause in Dresden. Bruno Labbadias Kopfball rettet Erich Ribbeck vorübergehend den Kopf. Die Bayern jubeln schon bei Unentschieden. Das Selbstvertrauen nach den vielen Nackenschlägen im November und Dezember angeknackst. Wir hatten das Ziel, möglichst weit zu kommen im Europapokal, auch im nationalen Pokal. Da haben wir das, ja, ich sag mal, auch etwas Pech gehabt, dass wir 4-mal auswärts spielen mussten, zuletzt hier in Dresden. Hier sind wir etwas unglücklich ausgeschieden. Das war schon schmerzlich. Das Ausscheiden gegen Norwich City war letztlich auch nicht nötig, aber wir sind auch da leider nicht weitergekommen. Also das sind Negativerlebnisse, die zweite Jahreshälfte nicht so positiv machen. In der Meisterschaftsrunde sind wir nach wie vor noch im Rennen. Wir haben einige sehr gute Spiele gemacht, vor allen Dingen die Heimspiele waren sehr erfreulich. Wir haben bis auf 2 Spiele immer mehr, also 3 und mehr Tore erzielt. Aber wir sind auswärts, haben wir zu viele Punkte gelassen, um vielleicht schon Tabellenführer zu sein. Aber mit Ausblick auf die Rückrunde bzw. aufs nächste Jahr haben wir alle Chancen, noch auch Deutscher Meister zu werden. Dass Erich Ribbeck diese deutsche Meisterschaft als Cheftrainer nicht miterleben wird, ist seit Montag 17.45 Uhr sicher. Auch wenn ihm die Verantwortlichen bis zuletzt heftigst das Vertrauen aussprachen und ihn in seiner Arbeit immer wieder bestätigten. Ja, ich muss ehrlich sagen, dass mich das ein bisschen wundert, mit welcher Vehemenz gegen ihn gearbeitet wird von außen. Denn im Prinzip kann ich mir nicht vorstellen, dass man dem Trainer jetzt die Schuld für die eine oder andere Niederlage geben kann. Und wenn man manches liest und hört, dann hat man das Gefühl, er sei der Alleinschuldige. Das sehe ich aber nicht so.
Also von Ihrer Seite aus, von Präsidiumsseite aus, gibt es da keine Diskussion? Wir sind da ruhig und wir werden die Dinge in aller Ruhe auf uns zukommen lassen. Wir sehen im Moment überhaupt keinen Grund, hier hektisch in irgendeine Richtung zu reagieren. Ja gut, wer Augen hat zu lesen, der liest und zu sehen kann, der sieht auch. Und Ohren haben wir auch zum Hören. Also das wäre jetzt meines Erachtens zu weit führen, das alles aufzuführen. Sehen wollen die Bayern-Fans unter des Kaisers Regie vor allem begeisternden Fußball. Wie zum Beispiel bei der Saisonpremiere vor 60.000 Zuschauern gegen den SC Freiburg, das 3:1. Gleichzeitig die Bundesliga-Premiere für den kolumbianischen Stürmerstar Eltren Adolfo Valencia. Mit einer Vorlage und 2 Toren perfekt. Er hat heute gezeigt, dass es zunächst mal kein Fehleinkauf ist. Natürlich ist eine Saison sehr lang und man muss abwarten, wie es weitergeht. Es wird ihm nicht immer so leicht fallen, 2 Tore zu erzielen, aber es war heute ein gelungener Auftakt. Besser hätte er für ihn nicht sein können. Adolfo Valencia, der Straßenfußballer aus Kolumbien, unverkennbar ein Riesenmann, wenngleich in seiner Art nicht so ganz der typische Südamerikaner. Geradlinig, zielstrebig und immer auf den Abschluss aus. Seine Freunde sind zum Teil einfache Leute geblieben. Aber wenn er nach Kolumbien kommt, dann freuen sich alle mit ihm und er verbringt viel Zeit mit ihnen, mit seiner Familie, mit den Freunden. Und sie sind sehr stolz auf ihn, dass er eben in Deutschland ist und halt auch Nationalspieler. Gerade diese Länderspielpausen haben ihm allerdings die Integration bislang nicht leichter gemacht. Mit Höhen und Tiefen. Ich meine, er hat, glaube ich, nur 4-mal von Anfang an gespielt und hat 6 Tore gemacht. Das ist eine prima Bilanz. Das Hauptproblem ist, dass er nach wie vor nicht voll integriert ist. Das liegt aber in erster Linie an der Sprache. Und für das Jahr 94 gilt, dass er unbedingt die Sprache lernen muss, sie so beherrschen muss, dass er sich verständigen kann, dass er den Spielern sagen kann, was ihm nicht passt. Und deshalb ist mein großer Wunsch an ihn, noch, wir werden noch da Druck machen, dass er im ersten Halbjahr besser Deutsch sprechen und verstehen kann. Wissen Sie, was Frohe Weihnachten auf Spanisch heißt? Buen Natal oder sowas, irgendwas, ich weiß es nicht. Adolfo, hallo. Was kannst du schon alles in Deutsch? Kannst du schon Deutsch sprechen? Que si puedes hablar algo en alemán. Ah, sí, por lo menos guten Morgen, guten Tag y por lo menos Hank, Tor. Así, varias cosas. Wichtig, Tor ist gut. Tor ist gut. Und sonst? Noch mehr? Ist eigentlich auch egal. Die Bilanz des Stürmers kann sich trotz aller Probleme sehen lassen. 9 Bundesligaspiele von der ersten Minute an. Dabei 6 Tore erzielt. Ausbaufähig. Ausbaufähig sind auch die Leistungen des absoluten Newcomers 1993, Christian Erlinger. Wertvoll als Mannschaftsspieler, als Vorbereiter hier für Adolfo Valencia. Wertvoll, aber auch als Vollstrecker. Wie Valencia stehen für Erlinger 6 Tore zu Buche. Das erste beim 2. Heimspiel des FC Bayern in dieser Saison im August gegen Dynamo Dresden. Er kommt schon nach 13 Minuten für den verletzten Thomas Helmer ins Team und erzielt das 2:0, sein erstes Bundesliga-Tor. Am Ende steht es 5:0 und Christian Erlinger seitdem Stammspieler beim FC Bayern. Ja, also es war sehr überraschend für mich, weil damit eigentlich niemand gerechnet hat. Ich einschließlich, denn der Kader war auch am Anfang dieser Saison wieder so groß, dass ich mir eigentlich wenig Chancen erhofft habe. Nur war es halt so, dass ich dann vom Verletzungspech der anderen profitiert habe und natürlich auch die Chancen, die sie mir geboten haben, genutzt habe. Das war der Anfang und jetzt zu den letzten 4-5 Spielen möchte ich vielleicht sagen, ist da vielleicht ein kleiner Hänger gekommen. Allerdings muss man da auch berücksichtigen, dass da natürlich die ganze Mannschaft ein bisschen Probleme gehabt hat.
Bei Christian Nerlinger auch oder besonders ein Kraftproblem. Denn der Youngster hat neben Matthäus und Schupp die meisten Bundesliga-Einsätze in dieser Saison 93-94. Dabei meiner Meinung nach die schönsten, spektakulärsten Tore erzielt. Christian Nerlinger, der Aufsteiger des Jahres, aber er hat darüber hinaus noch viele weitere Verpflichtungen. Na, es ist halt so, dass ich mit den U21-Spielern zusammen 30 Spiele gemacht habe in der Vorrunde. Und es geht natürlich schon ganz schön an die Substanz, vor allen Dingen, weil ich auch Mittelfeldspieler bin und da natürlich die Laufwege besonders groß sind. Das dachte sich wohl auch Lothar Matthäus, der im Mittelfeld für die Bayern wegen seiner unglaublichen Dynamik und Schussstärke unersetzbar ist. Deutschlands Rekordnationalspieler hat aber seine Liebe für den geruhsameren Libero-Posten in dieser Saison entdeckt und möchte am liebsten dort seinen Altersruhesitz aufschlagen. War es zum Glück so, dass der Marcel ihn eigentlich auf den falschen Fuß aufgelegt hat. Mit rechts hätte ich ihn vielleicht vorbeigeschossen oder woanders hin. Wichtig war, dass er drin war. War ganz sicher ein Glücksschuss. Solche Tore schießt man nicht alle Tage und vor allem mit dem schwächeren linken Fuß ist mir das noch nicht sehr oft gelungen. Auf dem linken Fuß erwischt wurde der gebürtige Franke in den letzten Monaten allerdings des Öfteren. Die Auseinandersetzung mit der Basketballspielerin auf dem Flughafen, die Auseinandersetzung mit dem Holländer auf dem Oktoberfest. So wie es wiedergegeben worden ist, ist ganz sicher nicht sinngemäß. Es war eine Diskussion nach dem Endstädte-Spiel mit einem Holländer. Und wie der das wiedergegeben hat an den Spiegel weiter, das ist ganz sicher nicht die Wahrheit. Wie ist die Wahrheit? Ja, wie gesagt, er hat mich gefilmt beim Oktoberfest mit der Familie. Ich bin auf ihn zu und habe gefragt, ob man denn mal Freizeit haben kann. Wir haben auch ein Privatleben. Er hat dann ein bisschen gemeckert mit seiner Kamera. Ich habe gesagt, immer ihre Holländer. Er hat auch irgendwas von den Deutschen gesagt und damit war die Diskussion beendet. Dieser Satz, der wiedergegeben worden ist, stimmt nicht. Ich sage, die Suppe wird immer heißer gekocht, wie es gegessen wird. Und so sehe ich eigentlich auch diese ganzen Geschichten drumherum, die um meine Person geschrieben worden sind, die allgemein vorfallen. Man sollte es nicht alles so ernst sehen, sondern man sollte auch nachhinein auch mal schmunzeln können drüber. Nicht schmunzeln können die Oberen, wenn es um das Thema Vertragsverlängerung für den Nationalspieler geht. Und da stellt Uli Hoeneß, auch wenn er es nicht wahrhaben will, ein klares Ultimatum. Wir werden sicherlich versuchen, im Januar Klarheit zu bekommen, ob er bei uns bleibt. Wir werden aber ganz klar feststellen müssen, dass wir bis Ende Januar wissen müssen, was er will, ob er bleiben will, zu welchen Konditionen. Und es wird sicherlich nicht so möglich sein, dass wir da bis Januar, bis Februar, März oder April warten können, weil wir müssen unsere Planungen abschließen und wenn bis Ende Januar keine Lösung möglich ist, dann weiß ich auch nicht, wie das weitergeht, aber ich glaube nicht, dass wir dann mit Lothar planen können. Wir müssen wissen bis Ende Januar, woran wir sind. Uli Hoeneß hat gesagt, Lothar Matthäus muss sich im Januar entscheiden, wie es weitergeht in der nächsten Saison, also 94-95, weil man muss mit ihm planen oder man muss ohne ihn planen. Wie muss man ihn planen? Erstens mal lasse ich mich nicht unter Druck setzen. Ich habe das auch zum Uli gesagt und ich weiß nicht, wieso, dass er schon wieder nach außen geht und sagt, du musst dich bis Januar entscheiden. Ich hoffe, dass er den Satz nicht unbedingt so gesagt hat, weil unter Druck oder unter Zwang lasse ich mich nicht setzen. Ich habe dem Uli klipp und klar gesagt, dass ich mir wirklich meine Gedanken machen werde im Urlaub. Ich kann mal abschalten, ein bisschen weg vom Fußball. Und ich glaube, dann hat man auch die Ruhe für so eine Entscheidung, die richtige Entscheidung zu treffen. Und wenn der Uli meint, dass ich das unbedingt bis Ende Januar gefällt haben muss, diese Entscheidung, und ich habe sie nicht, dann muss eben er entscheiden, was er macht oder was er nicht macht. Ich habe gesagt, ich werde versuchen, eine klare Lösung zu finden und das den FC Bayern als erstes mitzuteilen. Aus dieser Geschichte wurde wieder ein Konflikt gemacht, der überhaupt nicht besteht, weil man ihm natürlich die Frage genau so formuliert hat, an mich oder die Antwort von mir so formuliert hat, dass er möglicherweise aggressiv antworten sollte. Und das ist genau das Problem, das wir seit vielen Wochen hier haben. Der FC Bayern besteht nicht aus Chaos. Stimmt, aber für die Schlagzeilen sorgen die Herren schon selbst. Das der bösen Presse in die Schuhe schieben zu wollen, ist zu einfach. Das gilt auch im Fall Lothar Matthäus. Der Lothar, der Lothar, der Lothar, der hat einen Bums, der gefällt. Der Lothar, der Lothar, der Lothar,
Auf dem Weg dorthin steht Matthäus als Libero einem anderen Libero im Wege, Olaf Thon. Letzte Saison die Libero-Entdeckung in der Bundesliga und Nationalmannschaft, diese Saison aus der Mannschaft gerutscht durch Verletzungspech und den Versuch mit der Viererabwehrkette. Aber Olaf Thon hat dadurch Kämpfer- und Gewinnerqualitäten entwickelt. Und daran muss man sich orientieren und nicht, wo der jeweilige Spieler spielen möchte oder auch spielt. Entscheidend ist die Klasse, die man hat, und dann muss man das umsetzen, auf welcher Position auch immer. Gut, dass ich nicht ins Tor gehe, ist auch klar. Da steht ja auch noch ein anderer, der zwar schon bei prominenten Herrschaften wie Jean-Marie Pfaff oder Andreas Köpke im Regen stand, jetzt aber ausgerechnet wegen eines Kahns zu kentern droht. Vielleicht hat der Kapitän wegen der neuen Torwartdiskussion auch schon die Kommandobrücke auf dem sinkenden Schiff verlassen. Ich kann nur eines sagen, ich bin etwas überrascht und mehr habe ich eigentlich nicht dazu zu sagen. Und ich möchte das auch vereinsinterne Angelegenheit nicht weiter in der Öffentlichkeit kommentieren. Das müssen wir respektieren, welche Gründe auch immer ausschlaggebend sind. Gleiches trifft auf Jan Wouters zu, der die Dinge gewöhnlich auf den Punkt bringt und dafür auch hohes Ansehen nicht nur in der Mannschaft, sondern auch im Präsidium genießt. Der Holländer wechselt noch in der Winterpause zurück in die Heimat. Offizieller Grund, ein lukratives Angebot. Inoffizielles Munkeln, Probleme mit dem Betriebsklima und dem Trainer. Ach ja, gut, Fehler macht man sicherlich immer, es ist keiner fehlerlos. Ich glaube, mein Hauptfehler war, dass ich den Druck, der von außen kommt, unterschätzt habe. Es war so zum Teil so in den letzten Tagen weniger auf mich persönlich, ich kann da ganz gut mit umgehen und fertig werden, als der Druck auf die Mannschaft. Wir haben ja doch nicht so eine abgezockte Mannschaft mit vielen alten Spielern, sondern wir haben einige doch sehr junge Spieler im Team. Ich glaube, wir haben vier oder im ganzen Kader 6 oder 7 Spieler, die unter 22 oder 23 Jahre alt sind, und es spielen auch immer 3, 4 Spieler, die so um die 20 rum sind. Und der Druck ist in München schon sehr stark. Und ich hatte gedacht, dass ich den besser nehmen könnte, als mir das gelungen ist. Erich Ribbecks Selbsterkenntnis schon vor dem letzten Saisonspiel in Dresden. Jetzt liegt es an Franz Beckenbauer, mit dem Potenzial, das zweifelsohne in der Mannschaft steckt, die deutsche Meisterschaft einzufahren. Rohdiamanten hat er genug. Zum Beispiel der Dresdner Alexander Zickler. Bislang 6 Bundesligaspiele, 1 Tor. Oder Christian Ziege, der Jungnationalspieler in einem schwierigen Jahr. Bayerns erfolgreichster Torschütze im Europapokal. Das Vertrauen, das Trainer Erich Ribbeck in ihn investierte, machte ihn stark. Oder Mehmet Scholl. Bayerns bester Torjäger im abgelaufenen Halbjahr. Allein 7 Treffer erzielte er in der Fußball-Bundesliga. Trotzdem Mehmet Scholl ein Wackelkandidat unter den ersten 11. Der Trainer hat mir jetzt in 2 Gesprächen klargemacht, was er von mir erwartet und was er von mir erwarten kann. Ich versuche das eben umzusetzen. Und ich habe, sage ich mal, die letzten Spiele auch versucht, so gut wie es ging. Aber wie soll ich sagen, die letzte Konsequenz hat vielleicht in meiner Leistung auch gefehlt, um in der Mannschaft zu bleiben. Ich habe vieles lernen müssen wieder mal. Und da gibt es eigentlich nichts herauszustellen. Das Einzige, was ich mir vielleicht endlich mal wünsche, ist Gesundheit. Du hast gerade so viele Tore geschossen, trotzdem irgendwann wieder auf der Bank gesessen. Ja, genau, dieses ewige Auf und Ab, das nimmt einen schon sehr mit. Und das müsste jetzt demnächst mal ein Ende haben. Das wünscht sich auch der Spieler, der am Ende mit seinen Toren für einen einigermaßen versöhnlichen Jahresausklang in der Fußball-Bundesliga sorgte, Bruno Labbadia. Er läutete das Jahr 1993-94 auch ein. Mit 3 Toren gleich im ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal bei den Amateuren des SV Werder Bremen. Nachdem die neuen Adolfo Valencia und Marcel Wittecek in der Vorbereitung bei Erich Ribbeck höher im Kurs standen als er, kämpfte er sich mit vielen Toren in der Vorbereitung ins Team zurück.
Welch ein Auftakt für Bruno Labbadia. Danach die Verletzung, die Bank, der Frust. Lügen tue ich nicht gerne, ich sage immer lieber die Wahrheit und die ist hier nicht gefragt. Und deswegen würde ich sagen, sage ich darüber nichts und natürlich bin ich sauer. Also ich bin ein Typ, der sagen wir auch ziemlich nachtragend ist und den das schon an die Nieren geht und das hat mich schon genervt, ganz klar. Genauso klar wie die Tatsache, dass der Erfolg alles verändert. Mit seinen Toren in Freiburg und Dresden und dem Tor gegen Bayer Leverkusen ist Bruno Labbadia wieder unbestritten Bayerns Stürmer Nummer 1. Der Bomber meldet sich lautstark im Team zurück und leise aus den Schlagzeilen wieder ab. Es ist natürlich auch so, dass wir innerhalb der Mannschaft ein ganz klares Abkommen haben, was ich eigentlich auch nicht als Redeverbot sehe, sondern dass bestimmte interne Sachen halt einfach nicht an die Öffentlichkeit gehören. Mir ist es eigentlich lieber, wenn wir uns in der Mannschaftskabine mal die Köpfe einrennen, als dass wir alle an die Öffentlichkeit gehen. Und deswegen habe ich eigentlich dem Bericht gesagt, die Wahrheit ist hier nicht gefragt. Oder das, was ich denke über die Sache, warum ich auf der Bank sitze momentan, die kann ich nicht sagen, weil es auch nichts für die Öffentlichkeit ist. Solche Sachen, die sage ich dem Trainer unter vier Augen. Und wie gesagt, man wird halt gefragt und muss eine Antwort geben. Und das hat er mit vielen anderen Bayern gemeinsam, die oft viel reden müssen, obwohl sie eigentlich gar nichts sagen wollen. Ja, meine Herren, Sie haben ja die Pressemitteilung erhalten. Dazu gibt es eigentlich von unserer Seite im Augenblick nicht mehr hinzuzufügen. Ja, ich kann an sich auch nicht viel mehr dazu sagen. Es steht im Prinzip sehr sachlich alles hier drin, was ich zu sagen habe. Ich möchte jetzt keine Prognosen stellen, wann wir ganz oben sein wollen, aber wir haben sicherlich vor, in einigen Jahren oder in ein paar Jahren oder in zwei Jahren, das weiß ich noch nicht, wieder eine Größe in Europas Fußball zu sein. Und darauf wollen wir hinarbeiten. Wann das genau sein wird, kann man heute nicht festlegen. Das ist also das Halbjahreszeugnis für den FC Bayern 1993. Der fleißige, stets erfolgsverwöhnte FC Bayern wusste wohl durch außergewöhnliche Leistungen zu begeistern. Allein wenn es dem aufgeweckten, manchmal etwas geschwätzigen Kind etwas an Konstanz in den Leistungen mangelte. Bei etwas mehr Konzentration ist der FC Bayern noch zu weitaus Besserem in der Lage. Die Noten, Bundesliga trotz Platz 3, 1-, UEFA und DFB-Pokal 4-, aber rhythmische Sportgymnastik 1+. Also nach dem ganzen Verwirrspiel herrscht beim FC Bayern nun endlich wieder Ruhe. Aber damit uns nicht allzu langweilig wird in der Fußball-Bundesliga-Winterpause, dafür sorgt der erste FC Nürnberg bzw. dessen Präsident Tonnentaxis und Michael Fahrt.